Wir machen einen kleinen Crashkurs in Sachen Stricken und in Sachen englischen Anleitungen gleichzeitig, weil Stricken gibt es schon eine ganze Menge Anleitungen, Übersetzung auf Englisch der Abkürzung vielleicht nicht so, deshalb zeige ich euch das mal. Also wir fangen an, 5 Maschen anzuschlagen. Anschlagen heißt auf Englisch Cast On. Ich schlage immer gerne so an, das ist so der Standard. So legt man den Faden, den macht hier so eine halbe Schlaufe und ich lege mir den dann hier rein, damit er so ein bisschen unter Spannung ist und festhält. Dann gehe ich mit der Nadel hier unten rein, hole mir von oben den Faden, der über den Zeigefinger geht und ziehe das Ganze hier durch die Schlaufe durch und lasse die Schlaufe gleichzeitig fallen. So, erste Masche angeschlagen. Anschlagen auf Englisch heißt Cast On. CO abgekürzt. Und wenn in einer Anleitung steht CO5, dann heißt das Cast On 5 Stitches, Cast On 5 Maschen, also 5 Maschen anschlagen. Und da steht dann immer CO5 und das heißt 5 anschlagen. Wir machen jetzt auch 5, einfach mal, dass ich euch das zeigen kann. So, jetzt haben wir die ersten angeschlagen und können damit schon arbeiten. Jetzt drehen wir die Nadel um. Bei diesem Anschlag sieht man immer hier unten schon so eine kleinen Perlen, wenn man so das einmal umgedreht hat. Das sieht aus wie links gestrickt und deshalb stricke ich persönlich auch gerne die erste Reihe dann links. Geht natürlich auch noch nach Anleitung, wie man es machen muss. Aber ich mache die erste jetzt hier mal links, weil das gut ins Muster passt. Bei links gestrickten Maschen legt ihr den Arbeitsfaden vor die Nadel und piekst von rechts nach links in die Masche rein. Mit dem Arbeitsfaden auch vor der Nadel. Packt den Arbeitsfaden einmal rum und zieht das durch. Ich halte das gerne mit dem Daumen so ein bisschen fest. Das ist eine links gestrickte. Links gestrickt, ich mache das hier jetzt noch die ganze Reihe durch und erzähle euch ein bisschen links gestrickt, heißt auf Englisch Purl, wird abgekürzt mit einem P, kann man sich ganz gut merken, weil beim linke Maschen stricken hier unten immer so eine kleine Perle ist darunter. Und diese kleine Perle und Purl, P wie Pearl, Perle, links stricken, kann man sich ganz gut merken, so als kleiner, so als kleine Eselsbrücke. So, jetzt haben wir die linken Maschen gestrickt. Ihr seht hier unten die Perlchen. Drehen das Ganze um und stricken jetzt rechts rum. Rechts rum heißt immer Faden hinter der Nadel, heißt von links, also von der anderen Seite von links nach rechts einstechen. Faden von hinten holen. Und durchziehen. Auf Englisch heißt das Knit, schreibt sich K-N-I-T, das K ist stumm, wird nicht gesprochen. Und kürzt sich mit einem K ab. Also wenn da steht K5, dann heißt das Knit 5 Maschen, also 5 Maschen stricken. Was wir jetzt auch getan haben gerade. Auf der Rückseite wäre es dann wieder P5, Purl 5 Maschen. Wenn man die Hinreihe rechts strickt und die Rückreihe links strickt, dann gibt das hier dieses glatt rechts gestrickte Muster auf Deutsch und auf Englisch heißt das hier Stockinette Stitch. Stockinette Stitch heißt einfach nur, dass das glatt rechts hochgestrickt ist, dass die Rückreihe immer links ist. Machen jetzt nochmal eine links. Also habt ihr schon gelernt, CO Cast On, P Purl, das ist das, was wir jetzt gerade machen, K, Knit und Stockinette Stitch glatt rechts. Jetzt machen wir Bind Off. Bind Off heißt abketteln, weil ich will euch das ja bloß zeigen. Abketteln heißt Bind Off, wird abgekürzt BO. Man strickt noch, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Das hier ist jetzt die einfachste, eine stricken, noch eine stricken und die erste über die zweite rüberheben. Bisschen locker, damit das nicht so fest ist. Zum Schluss das ganze Gewebe. Das Ganze nochmal. Wird abgekürzt Bind Off, BO. Und wenn da steht BO, dann müsst ihr einfach nur die Maschen abketten. Was haben wir gelernt? CO Cast On, BO Bind Off, P wie Purl, K wie Knit und Stockinette Stitch wie glatt rechts. So, dann zieht ihr einfach die letzte Masche hier hoch und reißt das Ganze ab. Und dann habt ihr jetzt einen Crashkurs gehabt mit rechts, links, glatt rechts hochstricken und abketteln.